Erholung pur für Geist, Seele und Körper im 2004 gegründeten Nationalpark Eifel. Direkt vor den Toren von Aachen, Köln, Düsseldorf entsteht ein Refugium unter dem Motto Natur, Natur sein lassen, Rückentwicklung zur Wildnis, Entstehung neuer Lebensräume für bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Erkunden des Nationalparks auf eigene Faust, durch herrlich lichte Laubwälder, auf Schustersrappen, dem Drahtesel oder dem Schiff. Seltene Tierarten beobachten, deren Stimmen im Wald lauschen, die faszinierenden Ausblicke auf die Seenlandschaften genießen. Häng los in der Eifel. Erholung für alle Sinne und mit allen Sinnen. Von den Stauseen aus die Gegend im Nationalpark erwandern. Auf gut ausgeschilderten Wegen und Klettersteigen. Durch lichte Laubwälder, vorbei an Bächen und herrlichen Ausblicken. Im Morgendunst des Ruhrsees, über die Staumauern in Ruhrberg, hinauf zum Honigberg, zum Hirschgau-Eifelblick, hinab ins Hohenbachtal, entlang des Sees zur Staumauer Schwammenaul, weiter entlang der Ruhr nach Heimbach. Von Heimbach Aufstieg zur Abtei Mariawald, über Wolfseifen zurück zum Ofsee und Ruhrberg. Luciat Lux Vestra, euer Licht soll leuchten. Das ehemalige Trappistenkloster Mariawald wurde im Januar 2018 aufgehoben und verkauft. Die Rast lohnt. Das Dorf Wolfseifen wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Reste sind die 1635 erbaute Ruine der Kirche St. Rochus, und die alte Schule. Nach Kriegsende wurde die Hochfläche zum Truppenübungsplatz erklärt. Thank you.
über die Staumauer des Eisenbachsees, heute Freibad in Ruhrberg. Entlang des Obersees, zu Fuß oder mit dem Fahrrad, zur Staumauer des Wurfsees. Über die Staumauer weiter in Richtung Einbruch. Vorbei an schwefelhaltigen Felsformationen, Blumenwiesen, entlang des Obersees zur Einmündung der Ruhr in Einrohr. Zurück entlang des Seeufers per Petes oder dem Fahrrad oder mit dem Schiff.